Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play WoW WoD Pandaren Monk. Ja, wir haben uns beim letzten Mal ausführlichst und unzusammenhängend über Vampire und eben Folklore und den Tod unterhalten. Und ich wollte ja diese Sachen noch ein bisschen weiter fortführen, denn die Japaner haben extremst interessante Folklore wirklich, die nämlich auch im urbanen extrem spannend ist. Zum Beispiel gibt es einen Geist, ja, also eine japanische Erscheinung, die Frauen, die zu, also Mädchen, beziehungsweise die zu laut auf dem Klo sitzen, ja, das heißt, die da mächtig einen abseilen und furzen, ja, also die quasi ihre Darmentleerung extremst laut zelebrieren, ne, um es mal ein bisschen vorsichtiger auszudrücken. Da kommt ein Klogeist und zieht die ins Klo rein. Ja, das ist wirklich japanische Folklore, die eben aus der... Ach man, jetzt habe ich wieder diese Fachwörter vergessen. Ey, ich wollte es gerade eben doch gesagt, oder? Ich habe das Wort doch gerade eben gesagt. Urbane. Gerade eine urbane Legende. Urbane Legende stammt aus der Zeit der Urbanisierung. Also das ist quasi die... um es mal plump und auf Deutsch zu sagen, Verstädterung. Ja, quasi die Verstädterung des Landes. Und jetzt habe ich hier diese ganzen Viecher, glaube ich, verpasst. Na gut. Mal gucken, ob ich hier noch welche finde. Das kommt quasi alles von da. Also zum Beispiel ist bei uns ja auch der Boogeyman, ne? Kennen wir ja. Also auf Englisch heißt er eben Boogeyman, beziehungsweise auf Deutsch. Und das ist jetzt wirklich kein Rassismus, ja? Also wer hier wirklich Rassismus irgendwo sehen kann, es tut mir wirklich leid, Leute, aber das ist einfach Bullshit, ja. Und es gibt wirklich genügend Leute, die eben sagen, dass man sowas eben nicht mehr mit kleinen Kindern spielen kann, weil es Rassismus wäre, ja. Aber wie gesagt, das ist Bullshit. Also, ihr werdet es vielleicht mittlerweile schon erraten haben, nach dieser langen Vorrede, geht es um den schwarzen Mann. Wie gesagt, im Englischen eben Boogeyman. Und das Schwarz bezieht sich nicht auf eben die Hautfarbe. Warum bin ich noch im Kampf? Egal. Bezieht sich halt nicht auf die Hautfarbe, sondern eben auf die Kleidung und alles andere. Ist halt wirklich pechschwarz. Ja? Also nicht maximal pigmentiert, sondern wirklich einfach pechschwarz. Und da gibt es auch interessante Filme. Zum Beispiel von Sam Raimi gibt es da den Boogeyman, der dann auch zwei verschiedene wie nennt es das denn? Sequels, ja, hervorgebracht hat. Eins, was wirklich, wirklich gut war und richtig heftig an Saw erinnert, war, vor allen Dingen, weil auch Tobin Bell damit spielt, also Jigsaw. Also Boogeyman 2 kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das ist ein klasse Film, der ist wirklich sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr brutal, muss ich wirklich sagen. Also Leute, wenn ihr Saw nicht mögt, solltet ihr euch den Film wirklich nicht angucken. Und der erste Film geht halt auch um den Boogeyman an sich, ne? Während der zweite halt ein bisschen normaler ist. Ja, also der ist ein bisschen realistischer. So, sag mal, vergleicht man es mal mit Batman, ja, also dem richtigen Batman und dem Nolan Batman, so ist quasi der erste und zweite Boogeyman. Ja, also der zweite ist ein bisschen auf realistischer getrimmt und irgendwie bin ich verliere gerade irgendwie andauernd den Faden, ne, und fange wieder mit einem neuen Thema an, über das ich aber gerne reden möchte. Also wie gesagt, so Folklore bin ich wirklich eigentlich sehr firm drin, auch wenn mir gerade das jetzt nicht so gut einfällt, ne. Aber ich habe ein Buch auf dem Dachboden und ich wollte mir das auch gerne nochmal durchlesen, weil mich diese Dinge eben extremst interessieren, auch eben die griechische Mythologie, da bin ich doch sehr angetan, auch die römische, ja, und generell Mythologie, also egal aus welchem Land es kommt, ich stehe drauf und lese es gerne. Zum Beispiel gibt es auch in Russland eine Hexe, die nennt sich die Baba Yaga. Und jeder, der vielleicht jetzt von mir schon das Alan Wake Let's Play gesehen hat, ja, da wird es ja auch schon erwähnt drin, eben ist, dass im Alan Wake geht es halt eben darum, dass auch eine böse Hexe ist und die heißt Barbara Jagger. Ja. Und das kommt wirklich von dem von dieser russischen Hexe, der Baba Yaga. Auch eine sehr interessante Folklore eben. Ja, und ohne jetzt weiter noch großartig weiter abzudriften, um nochmal jetzt den Bogen mit dem Boogeyman fertig zu machen, mit den Filmen fertig zu machen, der dritte Boogeyman ist dann auch wieder ein bisschen mehr
Supernatural, ne? Also etwas übernatürlich angehaucht. Also der zweite ist etwas realer, die ersten beiden sind übernatürlich angehaucht. Und der erste Boogeyman hat auch einen sehr interessanten Ansatz. Der zweite hat auch einen sehr interessanten Ansatz. Also der dritte hat einen sehr interessanten Ansatz, mythologisch gesehen jetzt. Während eben, ja, es gibt eben gute Filme, ne? Auch gute Horrorfilme. Also ich würde nicht sagen, dass das gute Horrorfilme sind. Ja, was ist ein guter Horrorfilm? Das ist auch wieder so eine Frage. Aber auf jeden Fall kann man die sich angucken. Ich würde jetzt niemandem sagen, hey, die muss man gesehen haben. Ich habe sie alle drei auf DVD. Ich finde sie schön. Mir gefallen die Filme auch extrem gut. Und ich habe gerade irgendwie Bock drauf, die wieder zu sehen. Also schmeiße ich mir die vielleicht nachher nochmal rein. Das weiß ich noch nicht so ganz. Das weiß ich echt noch nicht so ganz. Aber vielleicht mache ich das ja. Vielleicht mache ich das ja. Ja. Dann seht dazu. Ne? Dann seht dazu. Dann gucke ich es nochmal. Da könnt ihr aber glauben. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, hier unten nochmal den Dings töten. Den Gazer. Hui. Gazer whispers, I see. A vicious, fleshy monk. Do you like what you see before you? Chogal has taught so much. Ja, komm ran, Junge. Können die Pale Orcs jetzt casten oder willst du mich verarschen, ey? Die haben auf einmal Caster, die Wichser. Das finde ich ja nicht so nett. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich lasse mich irgendwie zu leicht vom Thema ablenken. Ich lasse mich zu leicht sidetracken, ne? Also, ich würde mal behaupten, wenn ich irgendwann an der Uni wirklich Dozent werden sollte, was ich ja gerne mache, weil ich bin irgendwie so ein Lehre-Typ, ja? Mir gefällt die Lehre wirklich sehr gut. Und, da würde ich auch gerne hingehen. Also, ich würde ehrlich gesagt gerne meinen Doktor machen und wirklich Professor werden. Aber nicht zum Forschen. Forschen macht mir nicht so viel Spaß, ja? Ich würde wirklich, ehrlich gesagt, am liebsten nur Lehre machen. Und die Leute, die nur Forschung machen wollen, sollen bitte nur ihre Forschung machen dürfen. Ja? Weil, es gibt halt wirklich Leute, die sind für die Forschung geboren, ja? Die sitzen wirklich unheimlich gerne da und erforschen irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, ja, schön, aber warum, ne? Ich bin gestunt. Warum bin ich gestunt? Jetzt bin ich nicht mehr gestunt. Das sind halt Sachen, also ich lasse mich echt voll leicht sidetracken. Das war der eigentliche Casus Knactus mal wieder. Und ich lasse mich da wieder extremst einfach von abbringen. Da geht's jetzt wieder. Nee, ich muss doch da runter, oder? Ach nee, da ist Oshogun. Genau, da hinten kommen wir, glaube ich, nach Oshogun. Ist jetzt auch erstmal egal. Der Punkt ist einfach, dass die Filme sind gut, die Boogeyman-Filme. Ich kann sie jedem empfehlen, der gerne Horrorfilme guckt. Aus Prinzip einfach schon. Hier geht's wieder hoch. Yes. Closer, Monk. Delve deeper, and I will show you the true power of the Pale. Our master has been good to us. Ja, das wollte ich nur nochmal betont haben. Ne? Punkt ist, Filme sind gut. Horrorfilmliebhaber sollten die sich angucken. Sam Raimi hat ja auch andere Filme eben gemacht. Nicht nur Spider-Man, ja. Solltet ihr vielleicht kennen. Von dem originalen Spider-Man damals, vom ersten, ne? Also mit Tobey Maguire, das war Sam Raimi. Sam Raimi hat allerdings auch mitgewirkt an The Grudge und The Ring, glaube ich. Dann hat er aber auch Scheiße gebaut, ne? Drag Me to Hell hat er gemacht. Den fand ich jetzt persönlich an sich recht gut, aber war halt zu stark klischeehaft eben als Horrorfilm. Also ich konnte schon von Anfang an sagen, wie dieser Film eben ausgeht. Und ja, das ist halt nicht so ein guter Horrorfilm, finde ich, wenn man schon weiß, wie der ausgeht. Also meine Punkte stehen jetzt, glaube ich, mittlerweile ganz gut im Raum. Und die kann man, glaube ich, auch so stehen lassen und uns mal wieder ein bisschen der Folklore eben zuwenden, nämlich dem, was ich von Anfang an erzählen wollte, der japanischen urbanen Legende. Ja, da gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie sie irgendwie heißt, am Ende auf jeden Fall ein Onna, ne, für Frau, und es geht eben um eine Frau, die eine Mundklappe, wie heißt das Ding denn? Ne, wenn ihr zum Beispiel krank seid, ne, das seht ihr ja immer mal, wenn da irgendwie so eine Seuche ausbricht, dann seht ihr diesen Mundschutz, ja, den Leute immer anziehen, diese Doktoren. Und das ist eben eine Frau, die hat diesen Mundschutz an, ja. Und
die begegnet euch auf der Straße. Und sie fragt euch, bin ich schön? Ja, wenn ihr sagt, nein, du bist nicht schön, dann, ja, ich würde jetzt sagen, reißt ihr euch ein zweites Arschloch, aber das ist wortwörtlich wirklich drin. Also die weidet euch einfach aus. Ja, und wenn ihr zu lange braucht oder sagt nein, weidet die euch aus. Und wenn ihr dann aber schnell genug sagt ja, dann zieht sie ihre Maske ab. Und man sieht eben, dass sie den Mund ja von Backe zu Backe aufgeschnitten, also wirklich von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt hat und fragt euch dann nochmal, findest du mich schön? Wenn man dann immer noch sagt, nö, ja, wird man wieder ausgeweitet. Wenn man zu lange braucht, wird man wieder ausgeweitet. Also Japaner weiden anscheinend irgendwie gerne aus, vielleicht. Also ist, glaube ich, so die Quintessenz der Geschichte. Jedenfalls, wenn man dann sagt, ja, ich finde dich schön, dann schneidet sie einem einfach nur von Ohr zu Ohr auf das Gesicht auf. So. Ja, quasi egal, wie man es macht, ne, man wird halt gefickt. Es, ja, gibt's eigentlich keine gute Sache, um da eben rauszukommen. Also, auch wie gesagt, diese Dinge eben wie The Grudge, ja, das basiert ja auch auf einer japanischen Legende eben, die eben darauf sich bezieht, ne, dass wenn jemand in, also der Film fängt ja damit an, dass wenn jemand an einem Ort stirbt, bleibt ein Fluch zurück, ne, und dieser Fluch jagt dann das, die Leute, die im Haus wohnen und tötet diese, also das ist wirklich eine japanische Folklore, das, ich weiß nicht, wie ernst die das nehmen, ist natürlich immer so eine Sache, wie ernst die das nehmen, aber das sind halt Dinge, wo ich denke, okay, ne, also ich meine, es ist sehr eine sehr gruselige Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Horrorfilm drehen würde, müsste, sollte, dürfte, könnte, ja, dann würde ich wirklich einfach irgendwie mir japanische Legenden raussuchen und mit denen arbeiten, weil das sind einfach wirklich die gruseligsten. Ich kann euch das aus Erfahrung sagen, ich habe einen Arsch voll Horrorfilme gesehen und die wirklich gruselig waren, wo ich wirklich nachts schweißgebadet aufwache und wirklich Schiss habe, ja, wirklich Schiss ohne Ende habe, muss ich jetzt zum Oshogun durch? Ich glaube, ich muss jetzt zum Oshogun durch. Das sind japanische. Nämlich eben Grudge. Nämlich eben Ring. Da habe ich wirklich Schiss gehabt. Und das, ich weiß nicht, also heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber damals nach dem ersten Mal gucken, habe ich echt Schiss gehabt. Ich konnte wirklich eine Woche lang nicht mehr richtig schlafen. Also, es hat halt ewig gedauert, bis ich eingeschlafen bin, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also man wacht dann schweißgebadet nachts auf und hat einfach Schiss. Und ganz ehrlich, dieses Feeling, ja, vermisse ich. Das vermisse ich ernsthaft. Einfach mal so einen Horrorfilm sehen, der einen nochmal so richtig umfickt. Ja, sowas, was einen so richtig in die Fresse gibt. Das fehlt mir einfach. Und das finde ich extrem schade, dass das die moderneren Horrorfilme nicht mehr hinbekommen, weil Amerikaner verwechseln einfach Horror mit, ja, Gore, ne? Also für die ist Saw quasi ein Horrorfilm. Und das ist für mich kein Horror, ja, das ist ein Splatterfilm. Und die kennen eben diesen Unterschied zwischen Horror und Splatter nicht so ganz. Willst du jetzt hier was machen, oder was? Ich hab da noch zwei Arschkrampen am Arsch. Ich muss jetzt, glaube ich, Gordak töten, oder? Ja, ich muss Gordak töten. Komm, Gordak, stirb. Und ja, das sind halt, ne? Das ist halt das Problem mit Horrorfilmen heutzutage. Dass sie einfach alle aus dem amerikanischen Haushalt kommen oder halt versuchen, andere, bekanntere Horrorfilme ganz billig, ne, nachzumachen. Also, ja, ich habe jetzt letztens, also auch gestern an dem Trash-Abend, haben wir eben auch den Ouija geguckt. Ne? Ihr kennt das ja, diese Ouija-Bretter, wo man eben mit den Toten kommunizieren kann angeblich. Und der war auch nicht gut. Also die Idee ist eigentlich super. Die Idee ist wirklich klasse, aber halt einfach vorhersehbar und schlecht gemacht. Ja, die Schauspieler an sich waren aber nicht so schlecht. Also das war in Ordnung. Die Leistung war in Ordnung. Er hat mir an sich ganz gut gefallen, aber war halt einfach kein guter Horrorfilm. Ne? Also es war so ein Film, den kann man sich mal angucken und dann... Also den guckt man sich an, der ist dann halt irgendwann wieder vorbei. In Death, I am free.
Und ja, das ist halt, das vermisse ich halt, wie gesagt, so ein bisschen an Horrorfilmen. Ne? Die Abstimmung ist ja jetzt auch vorbei. Also wir sind auch bald mit einer Grand fertig, ne? Dann wird das neue Let's Play bald starten. Momentan hat die Allianz einen Vorsprung. Es sind noch 2 Stunden Voting offen, von daher kann ich jetzt noch nicht großartig was zu sagen, aber gut. Wir gucken Cho'Gall ein bisschen zu. Behold, a void god is born. You fools are too late. A pity that I cannot stay to watch you die. We're going to Heimall. By the elements, what has Cho'Gall done? Hold fast, Kudokori. The Naru is transforming to a void god. We have no choice but to stand and fight. At long last, my time has come. This world shall crumble beneath the power of the Void. Ja, wir sehen den guten Decimatus. Kennen wir aus dem Sonnenbrunnenplateau. Der gute Muru hat sich auch in einen Void-Gott transformiert. Und, ja, das passiert eben mit sterbenden Naru. Wenn sie zu sehr eben der Dunkelheit ausgesetzt sind, dann wird das Licht, dann werden sie korrumpiert und das Licht wird eben ersetzt mit Dunkelheit. Ist auch ein bisschen schade. Ist auch ein bisschen schade. Das ist eine Neutralisationszone. Okay. Okay, warum nicht? Und ja, um jetzt immer mal und immer mal wieder, ne, meinen Punkt wieder anzufangen. Japanische Folklore. Ne? Damit haben wir angefangen und damit hören wir vielleicht auch irgendwann mal auf. Der Punkt ist... Komm, ich habe noch Zeit. So. Bam, tot. Ja, wir sind hier mitten in Oshogun. Ihr seht es, die ganzen Ahnen kommen hier eigentlich alle an. The great Furies must be informed of what has transpired here. Quickly, follow me! I sense a cool draft on my skin. And... Uch, was war denn jetzt los? And the smell of earth and the leaves. There must be an opening to the outside. Hier bin ich, glaube ich, einfach erwischt worden und in diese Lücke gefallen. Gut, japanische Folklore. Und zwar gibt es einen Tunnel. Ja, und dieser Tunnel ist exakt 444 Meter lang. Ja, und ihr könnt euch ja, denke ich mal, ausmalen, was Japaner dann daraus machen. Denn da soll man angeblich auch Tote im Rückspiegel sehen können. Ne? Was eine sehr geile Idee ist an sich. Und das soll auch angeblich ein Tunnel sein, der sich verändert. Je nachdem eben, wie lang er ist. Also der verändert seine Länge. So rum ist das. Also das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Das war alles, was ich sagen wollte. Und das finde ich halt eine interessante Idee. Ne? Diese ganzen Sachen, die Japaner so schon seit Jahren einfach haben, ne? Diese Folklore, diese Horrorgeschichten, die sind einfach verdammt gut. Und wenn man die mal ordentlich verfilmt, ja, und da jemanden ranlässt, der eben auch Ahnung hat von dem Genre, ja, und nicht halt einfach alles billig macht, ne, oder mit zu viel Musik macht. Ne? Also, das Problem ist halt einfach, dass es momentan eben so ist, dass Horrorfilme einfach immer wieder dasselbe Schema benutzen. Nämlich, man fängt an, ja, mit Musik und erzeugt Spannung mit der Musik. Und der Zuschauer, der das eben noch nicht weiß, denkt sich, oh mein Gott, was kommt da gleich, was kommt da gleich? Und in dem Moment zum Beispiel kommt ein kleiner Scarejump. Eine Katze oder was, ne? Die eben aus einer Mülltonne oder sowas springt, ne? Und die Figur erschreckt sich kurz, ja? Man als Zuschauer denkt sich auch kurz, oh scheiße, ne? Für einen ganz kurzen Moment. Und erschreckt sich halt wie die Figur. Er sieht dann, oh, es ist eine Katze. Genau wie die Figur es auch eben sieht. Oh, es ist eine Katze, ne? Es ist nur eine Katze, ich brauche keine Angst haben. Und dann beruhigt sich die Musik wieder, ne? Man hat so 20, 30 Sekunden eben Zeiten, um wieder runterzukommen. Und dann kommt der eigentliche Scarejump. Und dieses Schema, ich hoffe mal,
ihr habt das schon erkannt und ich mache euch jetzt nicht sämtliche Horrorfilme kaputt. Dieses Schema ist einfach überall drin. Und zwar wirklich genau so. In jedem Horrorfilm der letzten paar Jahre. Weil die Leute einfach denken, da kommt doch keiner drauf, ne? Ja, nö, kommt auch keiner drauf, ne? Warum auch, wenn man das nur in jedem Film drin hat? Also das ist halt irgendwo ein Problem. Und auch beim dritten Grudge, der war auch nicht gruselig. Da gibt es eine Szene, wo Kayako, also der Geist, der eigentliche Grudge-Geist, dieser Rache-Geist, aus einem Bild rauskommt, ne? Und das wird halt gezeigt, ne? Während meiner Ansicht nach die Szene viel, viel besser gewesen wäre, wenn man es anders gemacht hätte. Nämlich passiert das alles in einem Apartment. Und die Kamera macht es am Anfang richtig und steht draußen vor diesem Apartment eben. Ne? Und die Tür knallt hinter der Person zu, die in dieses Apartment geht. Ja? Und in dem Moment bleibt die Kamera noch so ein bisschen länger eben auf dieser verschlossenen Tür kleben und fährt dann aber doch in den Raum rein. Und das ist das Problem. Und dann wird nämlich gezeigt, wie die gute Kayako eben aus dem Bild kommt und diese ganze lächerliche Szene, ne, entfaltet sich dann eben. Und das ist kein guter Horrorfilm. Ja, ein guter Horrorfilm wäre gewesen, wenn die Tür zugeknallt wäre, die Kamera hätte draußen gewartet und man hätte ein Momentchen später einfach nur einen Schrei gehört, ja, und dann einfach nur Schwarzblende, ja. Das wäre guter Horror gewesen, weil man sich dann nämlich fragt, was ist da gerade passiert, ja. Man sieht es nicht und Horror ist immer dann besser, wenn man ihn nicht sieht. Wenn man damit spielt, was sich der Zuschauer vorstellt in seinem Kopf. Denn die Vorstellung von etwas, ja, ist immer schlimmer als das eigentliche selbst. Ne? Also Angst ist immer schlimmer als die eigentliche Tat, zum Beispiel. Ne? Oder auch ist es ja so, Angst zu sterben ist nicht so groß. Also man hat eher Angst, gefoltert zu werden. Ja, also ich persönlich hätte nicht so viel Angst davor, wenn jemand mich erschießt, ja, zum Beispiel. Ich hätte aber Angst davor, wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, ne, wenn man irgendwie Spion ist und irgendwelche wirklich wichtigen Informationen hält, ne, und die eben, ja, verteidigen möchte, ne, und man wird dann gefoltert, ja. Da hätte ich echt wirklich einen Schiss vor, weil ich wirklich Angst hätte, die Leute dann zu verraten, ne, denen das eben, ja, wichtig ist, ne? Also die Leute, die einem wichtig sind und die Leute, die man auch verteidigen und beschützen möchte, gerade wenn man eben in so einem Beruf unterwegs ist, gibt es da ja bestimmt einige. Und da hätte ich echt mehr Angst vor der Folter als vor dem eigentlichen Tod. Hä? Golmarsch. Ach, Golmarsch Hellscream, okay. Ja, ist, glaube ich, der Vater von Gromarsch. Die heißen alle so. Die heißen alle so. Golmarsch, Gromarsch, Garrosch. Die haben es irgendwie mit Osch, ne? Haben die irgendwie, keine Ahnung warum. Maybe we can trade. Neck, da haben wir eigentlich schon was ziemlich Gutes. Nehmen wir mal trotzdem mal das. Vielleicht kriegen wir eine Epic. Nein, kriegen wir nicht. Aber gut. Ja, die Ahnen haben hier rebelliert und wir haben die mal ein bisschen in ihre Schranken verwiesen. Ne? Nächste Episode kommt dann, glaube ich, nur noch der Kampf gegen die Warsong Hold hier in Nagrand. Und sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr übrig und fangen dann mit dem neuen Let's Play an. Ne? Also ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, sag mal, ja, bis Mittwoch. Ich werde das auf Twitter gleich nochmal schreiben, dass die Abstimmung noch bis Mittwoch verlängert wird. Und hoffe eben dann, dass sich nochmal ein paar mehr Leute melden. Weil drei Votes finde ich echt ein bisschen arm. Dafür brauche ich eigentlich keine Abstimmung machen, ne? Aber gut, ich habe es euch freigestellt, abzustimmen. Ich habe euch freigestellt, zu wählen, was als nächstes kommen soll. Die drei Leute eben, die es gemacht haben, kriegen halt jetzt das, also vielleicht nicht unbedingt das, was sie wollten, aber zumindest haben sie ihre Stimme geäußert und, ja, müssen die Leute, die nicht abgestimmt haben, müssen halt damit leben, was kommt. Und momentan kann ich euch sagen, kommt Allianz. Aber gut, das ist ja alles so eine Sache, ne? Das müssten wir halt mal machen. Gut.
Was wollte ich noch kurz erzählen? Ich hatte irgendwie angefangen mit einem Thema und also wir sind jetzt quasi von vom Vampirismus gekommen über den Tod zu japanische Folklore über urbane Legenden, nämlich den Boogeyman. Sind dann über die Filme gekommen, zu dem Film Ouija, zu dem Trashfilm. Also gute Güte, Leute. Ich habe hier eine Themenvariety heute abgedeckt und jeder, der jetzt irgendwie sich überlegt, hey, ne, was der für Themen, ne, wenn man nur die Themen jetzt mal aufzählen würde, die jetzt in den letzten beiden Folgen eben so gefallen sind, da wird mich doch jeder für bekloppt halten, ne? Das wäre so Assoziationsspielchen wie Stöckchen auf Schwingschleifer, ne? Und das ist nur Original Barlow. Zitat, also erwarte ich dafür Lacher. Ja, ich erwarte es einfach. You must listen to the land. You must be listening to the land. Though much has been lost, I sense a great peace in the elements. I will remember your courage always, friend. Ja, er hat gesagt, yay, ne? Quasi, yay me, ne? Und wir sind hier fertig. Also wir haben nur noch die letzte Quest offen. Wie gesagt, die gibt's in der nächsten Folge, in der letzten vorerst, und dann streue ich mal wieder so ein paar Instanzen ein, nur so ein paar Dungeons ein. Alles klar, dann macht's gut, bis zur nächsten Folge und passt auf Vampire auf, passt auf japanische Folklore auf, ne, passt auf Frauen auf, die so einen Mundschutz tragen und, ja, hütet euch vor Häusern, in denen Menschen brutal ermordet worden sind, denn da könnte es zu, brutalsten Kayako-Ausbrüchen kommen, ne, und schaut euch auf keinen Fall Videobänder an, von denen ihr wisst, dass ihr nach 7 Tagen sterben würdet. Ne? Das ist auch eine Sache, die viel zu selten erwähnt wird. Ja, passt auf, dass ihr keine Videos guckt. Ne? Das ist so die Moral von dem Film. Ne? Guckt keine Videos. Guckt lieber DVDs. Da passiert sowas nicht. Alles klar, dann sehen wir uns wirklich in der nächsten Episode. Ich habe jetzt wieder mal meine Verabschiedung etwas länger gemacht, aber macht nichts. Ne? Gut, dann macht's gut. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. So eager to meet death. Look then upon the countless faces of your demise. Rise up, Iron Horde! Bring your war chief, their head.